Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Alarame. Ja, willkommen Leute zu einem neuen Tower Defense. Ich muss dazu sagen, es ist ein eher neueres Tower Defense. Es ist, glaube ich, so 2 Monate am Markt. Es heißt Alarame. Lass mal das richtig aussprechen. Alarame Tower Defense. Ich glaube, es ist ein Kickstarter-Projekt. Es ist jetzt fertig. Entstanden ist es durch Kickstarter, glaube ich zumindest. Und was soll ich sagen? Ich spiele es mehr oder weniger blind. Es hat jetzt nicht so eine spitzenmäßige Grafik. Ja, es ist jetzt nicht das Tower Defense, was ich so als Obergut von der Grafik her empfinde. Aber es ist ein Tower Defense und geben wir ihm eine Chance. Ich habe kurz reingeschaut in einem Video. Es ist schon ein gutes Tower Defense. Also ihr habt viele Möglichkeiten von den Towern her. Der Klassiker halt, Flächendamage, viel Schaden, langsame Schussgeschwindigkeit und so weiter. Schnelle Schussgeschwindigkeit, wenig Schaden. Es gibt verschiedene Monster. Ihr seht schon hier im Hauptmenü, ja, verschiedene Tower. Aber wie gesagt, die Grafik ist jetzt nicht so obertoll. Ne? Ich würde sagen, wir fangen an mit Level 1. Ich schätze mal, so wie das hier aussieht, dass es 15 Level gibt. Ja? Schauen wir mal zum ersten. Hello there. I was wondering when you might arrive. I am Winathian the Wizard, and I'm responsible for calling you here. Darkness has fallen upon our world. So, 7 solche Dinger da kommen anscheinend. And are spreading across the lands as we speak, wreaking havoc and destroying life as it comes across their path. Wir müssen aufpassen, dass die hier this world is in need of a hero, now more than ever. We are in the training grounds near Veldemir Castle, a human outpost. The creatures are still far from so, the da human ist die Linie, lands, wo die lang gehen, der labert mir ein bisschen zu viel, here. Die gehen dann da rauf. Well, let's get started. Okay. You'll notice a series of squares on the ground. So, wir brauchen mal einen Tower. I've given you access to two well done. So, jetzt haben wir den Tower dahin. First tower, enemies will begin their advance. A red hier cloud seht ihr die across the ground will oh, show labert, you the path Leute. The enemy will take. You must defeat enemies before they reach the end, or lives will be lost. The king has offered to volunteer a few knights whom we can practice on, and it appears our also volunteers are beginning to arrive now. I wonder how many knights the king was able to. Mit F können wir es beschleunigen, können wir den ausbauen? Those aren't knights. Nein, they appear to be regular village folk. Perhaps I should have mentioned to the king okay, that we'd be using volunteers for target practice. Well, no matter. If any fall, I should be able to revive them. Notice that the blue energy shown in the top left of your view goes up every time you eliminate an enemy. You can so, jetzt machen wir einen zweiten Tower, to Leute. More towers. Which you will need to defeat was ist das hier für einer? Oh, der hält ein bisschen mehr aus, okay. Try building another tower. As you place towers in various locations around the field, you will notice that sometimes a tower will block the path of the enemy. So hier brauchen wir auch noch einen. Around it. Hier noch einen, this to your dass da nichts durchkommt. So, was ist das da? Ah, da kann man rein und rauszoomen, okay. Wie weit kann man da rein? So, schauen wir uns das mal von nah an. Ist das ein Bogenschütze oder sowas? Der kriegt schön aufs Maul hier. Jawohl. Wie gesagt, die Grafik ist jetzt nicht so der Burner, Leute, aber das Spiel macht halt Spaß wie jedes Tower Defense. Ich liebe Tower Defense und ihr ja auch, sonst würdet ihr es nicht gucken. Ne? Ups, jetzt habe ich mich verdrückt. Leertaste ist Pause oder doch nicht? So, F ist jedenfalls vor, das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Gas geben. Wave 3 von 7. Da können wir noch einen Tower hin. Ah, die haben keine Chance gegen uns. Ich würde gerne den upgraden, aber irgendwie geht es nicht. Und ist stark gegen Units mit low armor. The Cannon Tower, on the other hand, was created by the Dwarves. It cannot attack flying beasts. But it excels at damaging heavily armored units, and its damage will often splash to enemies near the primary target. Oh, der Kanonentower haut ein bisschen rein, offensichtlich. Und ist ein teurer Spaß, wie es aussieht. Should you change your mind about a tower?
you can choose to destroy it by selecting it and pressing the sell button. Some of the energy used in constructing it will be returned to you. Ah, hier, okay. So, ich möchte das jetzt verhindern, dass der da durchkommt. Da müssen wir schauen, ob das noch klappt. Jawohl. Ah, oh, das wird knapp, knapp, knapp. Da müssen wir hier noch einen Tower machen, aber dazu brauche ich Kohle. Der eine wird wohl durch hier, da kann ich nichts machen. Gut, deiner ist durch, aber many das ist ja years kein ago, Ding. During my training, I discovered the art of speeding up time. You may not have noticed, but when you arrived, I passed this ability on to you. Select the fast forward button on the upper right, if you would like to increase the speed of the action. Oh, das mache ich die ganze Zeit. Der ist gut gepanzert da. Aber es ist einer durch. Gut, einer ist nicht das Problem. Ich frage mich, wie viele durch dürfen. Hier steht nur Leaks 1. Wie viele dürfen durch? I dare say, you are doing quite well. You really are a quick learner. Once your training is complete, we shall need to travel to the other lands of this world. The Elven, Dwarven and Gnomish lands are all under heavy attack and will need your help. Ja, einer ist uns durch. Ich denke, das kann man überleben, Leute. Sonst läuft's hier super grad. It appears we are running short on nights, so I suspect the upcoming wave will be the final part of your lesson. Once it's done, we can move on to... Great heavens! Creatures are coming from the west! Never did I expect them to reach the human lands here. I can't imagine the destruction oh, wave 8 that must von be 20. Going on elsewhere. I'm afraid I must step wow. away for a few moments and speak weiter, with the Leute. King. I know your training isn't complete, but there is a reason why you were chosen for this task. So, wir werden das hier ein bisschen nach oben bauen, so zickzack. You may find it of use. Do your best to stop the creatures before they reach the castle. Laser Tower. Kriegen wir jetzt. Der kostet 18. Das ist ein teurer Spaß, aber den probieren wir gleich mal. Den gebe ich hier hin. So, schau mal, was der kann. Oh, der macht ordentlich Damage. Können wir hier auch noch annehmen. Sogar noch einen zweiten da. Der macht gut Damage, der Laser Tower. Is that wizard gone? He scares me some. I don't see him. Hey, who's that? You must be that hero everyone's been talking about. Does that mean you're the one making them towers that are shooting at us? Those arrows hurt, you know. Yeah, I thought they were supposed to be plastic arrows. One of them got me right in the jewels. Well, let's stay here for a bit. So we're safe from me. I mean, let's stay here and protect the hero. Yeah, so protecting 48 the Leben. Hero we are. All them other knights are running and hiding. Ist anscheinend immer nur das Tutorial oder so. Isn't upgrading any of the towers. That's a good question. Maybe the hero doesn't know how. Doesn't know how? What kind of hero doesn't know how to upgrade a tower? Well, rumor is the wizard's been teaching real slow. We could teach the hero. The wizard might be mad. The wizard's not here. He won't know it was us. Far as the wizard will know. The hero have figured it all out by themselves. I see some red spiders and worms approaching. Oh, the green ones too? Maybe they're just here for Christmas. Are you daft? We just had Christmas. Oh, right. Careful, hero. Them red creatures are mighty fast. Maybe they're moving fast because they know they're late for Christmas. I already told you. Never mind. Kill them fast, hero. Don't let them get into the castle.
Ja, die paar, was da durchkommen, Leute, das ist nicht so schlimm. Das geht. So, jetzt machen wir hier noch eine Runde. Hey, how did that sword over there end up in that stone? What stone? The big one, in the middle. I'm pretty sure it's just an old statue it is. I bet it's worth a lot of gold. Yeah. Ja, es kommen jetzt schon immer mehr durch, Leute. Also so ganz einfach ist auch nicht. Aber es geht eigentlich. Kann man die jetzt endlich upgraden? Jo, wir können die upgraden, guys. No need to tell the king. Endlich können wir die upgraden. Hey, you let one through. Aber das kostet leider ein Vermögen. That's true. Or maybe it'll eat my wife. The wizard? Is your wife? No, you numbskull. I meant instead of the wizard. Your wife looks like a man. Maybe she is the wizard. She ain't the wizard. I think I would know. Wir werden den da upgraden. Ich glaube, das bringt am meisten. Actually, aber da brauchen wir so viel Kohle. So when do you think we should... Quiet. Someone's coming. What are you two doing here? Bothering the hero? Schwierig, Leute. Can't you see the hero is busy? We're sorry, Mr. Wizard. Ich werde nur ein bisschen die Umwege hier bauen. Foolish knights, off with you. Report back to the king at once. Yes, Mr. Wizard. As you say, we'll go right now, promise. Your wife is very bossy. I already told you, the wizard ain't my wife. I'm afraid news from the west is grim. It seems we vastly underestimated our current plight. Massive creatures suddenly arrived in full force, and the magic that protected the wizard realm was easily overcome. Attacks against the other realms have increased tenfold and have begun spilling into the human lands. It's fortunate that you were here to hold the enemy off. As we speak, the knights should be fortifying the castle. If we can hold out a bit longer, they'll be able to take over and keep the human lands from being overrun. Oh dear, I just noticed that more than half the lives at the castle have been lost. We must redouble our efforts. Jo, wir haben einige reingekriegt, aber dabei kommen wir noch klar, Leute. Die Level sind doch ein bisschen länger. Das Ganze hat anscheinend eine Geschichte, allerdings muss ich sagen, was der da so labert. Das ist jetzt nicht so meins, Leute. So, wir müssen jetzt langsam mal die Tower upgraden. Dazu brauchen wir Power. Was kriegt der da? Attacks more quickly, range and more damage. Okay, das ist nützlich, das werden wir dann hier machen. Careful, lives are becoming dangerously low. Keep a close watch. So, jetzt kommen aber verdächtig viele durch. Das ist schon mal schlecht, Leute. Wir werden hier nur kleine Umwege bauen, weil viele Tower ist immer nur das Gescheiteste. Das habe ich schon gesehen. Es kommen uns einfach zu viele hier durch. Fast alle sogar derzeit. Das ist wirklich scheiße gerade. Da, das verlieren wir sogar noch. Ha! Wie kann man denn das verlieren, ey? Da kommt ein bisschen viel an. Lol, 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 lol. Also, die geben ordentlich Gas. Wir haben keine Upgrades, nix. Das gibt man nicht ganz in Lichtdetails. I fear this is my own fault. If only I had begun your training sooner. So, jetzt ist die Frage, war das eigentlich Mission 1 oder... Es war noch immer das erste. Jo Leute, wir sind schon gescheitert an der ersten Mission. GZ? Hello there. Es ist wirklich schwieriger, als es aussieht. I was wondering when you might... Good. I've given you access to two basic towers. You currently have enough energy. Well done. Once you have placed your first tower, enemies will begin their advance. A red cloud flowing across the ground will show you the path the enemy will take. Ja, wir müssen mehr die Schlüsselpunkte hier verbinden. Before they reach the end, or lives will be lost. Hier so einen hin, mehr die dicken Tower hier. Volunteer a few knights whom we can practice on. Notice that the blue energy shown in the top left of your view goes up every time you eliminate an enemy. You can use this energy to build more towers, which you will need to defeat stronger enemies.
Once you have enough resources, as you place towers in various locations around the field, you will notice that sometimes a tower will block the path of the enemy, forcing them to walk around it. You should use this to your advantage when possible. So, jetzt haben wir so einen dicken Tower endlich. Hier werden wir noch ein paar von den dicken hin. Geile Geräusche, Leute. The Arrow Tower was designed by the elves. It can attack flying creatures and is strong against units with low armor. The cannon tower, on the other hand, was created by the dwarves. It cannot attack flying beasts, but it excels at damaging heavily armored units. And its damage. Ja, ich setze jetzt mal auf diese Tower, weil mit den anderen haben wir vorher auch einen Platz gekriegt. Also das war nicht so erfolgreich. Should you change your mind about a tower, you can choose to destroy it by selecting it and pressing the sell button. Some of the energy used in constructing it will be returned to you. So, ich brauche da noch einen Kanonentower langsam. Many years ago, during my training, I discovered the art of speeding up time. You may not have noticed, but when you arrived, I passed this ability on to you. Select the fast forward button on the upper right if you would like to increase the speed of the action. Wir müssen hier einen schönen Umweg bauen, dass die möglichst weit laufen müssen. I cannot believe how well you are doing. You haven't let a single volunteer through. Ja, bis hier war es vorher auch nur leicht, Leute, aber dann kommt's. Almost as though you've done this before. Once your training is complete, we shall need to travel to the other lands of this world. The Elven, Dwarven and Gnomish lands are all under heavy attack and will need your help. Ja, wir helfen ja gerne, aber das ist schon ein schwieriges Unterfangen. So, wir müssen hier ein bisschen einen Umweg bauen. Hier können wir auch noch einen hin. So, da. Dabei geht's nur, Leute, aber es ist schon schwierig. So I suspect the upcoming wave will be the final part of your lesson. Once it's done, we can move on to... Great heavens! Creatures are coming from the west! Never did I expect them to reach the human lands here. I can't imagine the destruction that must be going on elsewhere. I'm afraid I must step away for a few moments and speak with the king. I know your training isn't complete, but there is a reason why you were chosen for this task. I have unlocked the Gnomish Laser Tower. You may find it of Jetzt use. Bauen wir Laser Tower. Do your best to stop the creatures before they reach the castle. Good luck. So, dann bauen wir hier noch was runter, dass die schönen Umweg laufen müssen. Scheiße, dass wir immer nur einen Energiepunkt kriegen. Das ist ein bisschen mager, das Ganze. So, hier werden wir auch einen Laser Tower hin. Ja, aber dazu brauchen wir noch Kohle. Was kostet denn nur schnell? 20, glaube ich. Ne, 18. So, jetzt müssen wir hier noch einen Umweg bauen. Eh, is that wizard gone? Die ersten gehen schon durch. Das ist natürlich kacke. Hey, who's that? You must be that hero everyone's been talking about. Ich hab den zu früh verkauft, Leute. Die gehen mir jetzt wieder alle durch. Ey, das ist doch... was ist denn das für ein Game, Alter, wo der erste Level schon unmöglich ist? Well, let's stay here for a bit. Leute. Im Balancing sind die nicht so gut. So, how come the hero isn't upgrading any of the towers? So.
That's a good question. Maybe the hero doesn't know how. Doesn't know how? What kind of hero doesn't know how to upgrade a tower? Well, so, jetzt müssen wir die upgraden. Das ist aber so teuer, dass wir es gar nicht leisten können. Das ist ganz witzig. We can teach the hero. The wizard 75, das kriege ich nie zusammen, ohne dass ich hier drauf gehe. He won't know it was us. For us the Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.